Der Paladin. Ein Klassenblock über den heiligen Ritter in World of Warcraft. Leuchtende Plattenrüstung, Heilzauber und am wichtigsten das Gottesschild. Damit ist der Paladin in WoW eigentlich schon beschrieben. Aus alten Parlerwitzen à la wie tötet man einen Paladin am leichtesten? Man erschrickt ihn und wartet im Gasthaus. Wird jetzt nichts mehr, da Blizzard zuerst den Ruhestein gebufft hat, Abklingzeit halbiert, Imbernis verdoppelt. Dann noch einen Gildenerfolg implementiert hat, Abklingzeit wiederum halbiert, vierfache Imbernis. Jedoch wurde die Dauer von Gottes Schild auf 8 Sekunden herabgesetzt. Ruhestein hat allerdings immer noch 10 Sekunden Castzeit. Das Problem ist offensichtlich. Seit Classic hat sich einiges verändert. Paladine können jetzt auch Schaden machen. In der Heal-Spezialisierung sind sie auch im Gruppenheal stark. Und Tanks, naja gut, über Bedrohungserzeugung kann man sich streiten. Aber im Grunde sind sie auch gute Tanks mit massig defensiven Cooldowns. Eines hat sich jedoch nicht verändert. Womöglich liegt es an der Kreativität der WoW-Spieler an sich. Die Namensgebung. Unter grandiosen Titeln wie Arthas, Uther oder Björn scheinen andere Namen hervorzustechen. Da man ja kaum erkennen kann, wer ein Paler ist und wer nicht, gelbes Leuchten, werden die Namen einfach dementsprechend angepasst. Man sieht quasi nur mehr Paladine mit dem Präfix Pala oder dem Anhang Adin. Einige besonders kreative Beispiele? Wutzi Duzi, Pippi Box, aber eben auch Ex-Pala, Dev-Paladon, Pala-Ehre, Mensch-Pala, Pala-Bob oder auch Zwergadin. Ein Exemplar fiel mir besonders auf, Paladisa, wohlgemerkt ein männlicher Draenei. Obwohl ich auch schon eine peinliche Situation als Paladin erlebt habe. Wrath of the Lich King, Seelenschmiede heroisch. Ich mit meinem Vergelter, ein befreundeter Heiler und unter anderem ein Tankpaler. Nach mehreren Fast-Wipes durch Akku ziehen, fragte ich den Tank, ob er denn Zorn der Gerechtigkeit aktiv hat. Darauf kam zurück, ja, und du? Blöderweise musste ich daraufhin feststellen, dass dies tatsächlich der Fall war. Nun ja, Fehler passieren. Aber nichts ist schöner als die Erinnerung an Paladine, die vergeblich die einfache Kombination Bubble-Ruhestein ausprobieren und sich dann wundern, warum sie kurz darauf im Dreck liegen. Entweder durch falsches Tippen der zwei Tasten oder durch Massenbannung zerschmetternder Wurf etc. Möge euch das heilige Licht ewig leuchten, euer Wuxian.